Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Dönerbude. Sorry, ich bin jetzt schon hier kurz nach dem Ort, wo ich eigentlich die letzte Folge beendet habe, weil die ich davor gemacht habe, nicht begonnen hat, obwohl es angezeigt wurde. Weiß ich auch nicht. Naja, in der letzten Folge haben wir alles falsch gemacht. Krakelo hasst uns jetzt, jeder hasst uns. Wir sind einfach Kacke. Ja, sehr gut. Das war eigentlich die bestmögliche Zusammenfassung der letzten Folge. Heute kümmere ich mich um einen Job von einem Brett, am besten von einem normalen. Ich habe nämlich einmal zum Beispiel letztes Mal wieder versagt. Dieses Scheiß. Ach, wisst ihr was? Ich kann's nicht lassen. So, ich habe jetzt eh keinen Bock auf so einen langen Dungeon. Deswegen gehe ich in die Strandhöhle. Mini-Jobliste. Ausüben. Ja, und hoffe, dass ich, während ich diese Mission mache, vielleicht sollte ich mir die Beschreibung der Mission auch mal durchlesen. Hilf mir bei der Pokémon-Suche. Wow, das steht auf dem oberen Bildschirm, den ich nicht sehe, wie wir in der letzten Folge beim Wachdienst bereits bemerkt haben. Alter, war der Wachdienst klasse. Ich muss echt sagen, das war eine geheime Szene, die ich nicht kannte. Da bin ich echt stolz auf mich. Die Strandhöhle betreten. Ja. Die Jagd nach Dodu geht weiter. Ich geb's nicht auf. Irgendwann kriege ich das Ding. Aber das hat fuck viele Leben offensichtlich. Und rennt halt weg. Ja, du kannst auch mitkommen, Fragezeichen, man. Genau für sowas. Weiter. Ich bin's auch voll nicht gewohnt. Oh, ich sehe gerade hier das... die Aufnahme leicht verschoben war. Jetzt müsste es besser passen. Na dann. Ah, das ist das Pokémon, das ich suchen soll. Ich bekomme wieder eine Belohnung, Leute. Nein. Ich muss noch jagen. Alter, dein Lehmsula ist... Und Fragezeichen, man. Ja, genau, dann machen wir es so. Ich nehme das Ding. Zack. Und du haust das Kabuto weg. Dann mache ich das eben. Es ist wieder soweit. Safe State. Oh Gott. Oh nein, ich hab ja nicht... Scheiße. Ich hab keinen Taubsamen mehr, der fucking wichtig wäre. Okay, es ist kacke gelaufen. Sonst hätte ich jetzt ein Problem gehabt, weil ich nicht schräg laufen konnte, obwohl ich's wollte. Sortieren. Plosiv. Ich habe wieder diese ganzen... Das habe ich in der letzten Folge erwähnt. Ich vergesse immer, das so ein Zeug zu nehmen. Ist denn Plosivsam? Nein, er läuft schräg und ich kann nicht schräg laufen. Leck mich. Jawohl. Laufen noch. Oh, er ist dumm. Keine Gnade. Er läuft noch ein Feld. Ey, komm, jetzt müssen wir ihn bekommen. Easy! Leute, die lange Jagd ist beendet.
Ich habe es geschafft. Dodo ist gefangen im dritten Versuch. Diese Folge war jetzt schon deutlich erfolgreicher als die letzte. Danke, dass ihr mir meinen großen Apfel zurückgebracht habt. Es hat aber ganz schön gedauert und jetzt nehmt ein Top-Elixier. Ah, und 15 Punkte. Nidorino und Nidorino. Danke, dass ihr Nidorino gefunden habt. Nehmt Geld. Und ein Top-Elixier. Und Punkte. Yo. Leute, es gibt wieder Abendessen. Yay. Ich denke auch, dass jetzt vermutlich... Kann gut sein, dass am nächsten Ingame-Tag wieder ein neuer Story-Abschnitt beginnt. Oh, lü. Aufstehen! Es ist morgen. Glaube ich. Nein. Wieder mal speichern und fortsetzen. Oh. Pff, das hat schon gespeichert und ich warte noch eine halbe Stunde erstmal. Alter, ich bin schon wieder zu blöd zum Laufen. Alle bitte herhören. Ich habe eine wichtige Neuigkeit. Weit oben im Nordosten und noch weiter draußen in den äußersten Gefilden, dort gibt es einen Ort namens Schemengehölz. Im Schemengehölz, dort ist anscheinend die Zeit stehen geblieben. Was hast du gesagt? Sei es, die Zeit ist stehen geblieben, hey. Ja, das ist richtig. Die Zeit im Schemengehölz befindet sich im Stillstand. Genauso wie die Produktivität von Team Gelbwalkot. Der Wind hat aufgehört zu wehen. Die Wolken sind wie erstarrt. Nicht nur wie, die sind erstarrt. Tautropfen fallen nicht von den Blättern, sondern bleiben wie schwerelos in der Luft hängen. Im Schemengehölz ist tatsächlich die Zeit stehen geblieben. Habe ich in der Bild gelesen. Aber in der Bild stehen doch nur Fake News. Lüge! Was? Aber dann ist die Zeit stehen geblieben. Aber wie konnte sowas Schlimmes nur geschehen? Das ist ja unvorstellbar. Ja, das Unvorstellbare ist geschehen und ich klinge trotzdem glücklich. Yay! Wieso die Zeit im Schemengehölz stehen geblieben ist? Also, die Bild behauptet, weil das Zahnrad der Zeit des Schemengehölzes gestohlen wurde. Was? Das Zahnrad der Zeit wurde gestohlen. Das hat die Zeit angehalten. Hey. Ich hatte schon gehört, dass das passieren kann. Aber jetzt ist es wirklich passiert. Die Bild hat immer recht. Ich verstehe es nicht. Hier sollte irgendwer ein Zahnrad der Zeit stehen. Haltet eure Fressen! Was in der Bild steht, ist wahr. Oberwachtmeister Magnison hat bereits mit den Ermittlungen begonnen. Es ist schwer zu glauben, dass jemand es wagen würde, ein Zahnrad der Zeit zu stehlen. Doch wenn ein Zahnrad der Zeit gestohlen werden konnte, sind vielleicht auch die anderen in Gefahr. Der Oberwachtmeister bat darum, sofort benachrichtigt zu werden, wenn uns verdächtige Pokémon auffallen. Zählt auch Bidiza. Also denkt dran, lasst es uns wissen, wenn euch etwas auffällt. Das ist alles. In Ordnung, macht euch an die Arbeit! Hurra. Oh, ihr da. Ihr beide, kommt her. Macht eure Arbeit mittlerweile ganz gut. Außer auf dem Wachtposten. Ich war sehr beeindruckt, als ihr Traumato gestellt habt. Das war bewundernswert. Also, ihr werdet endlich eine Mission bekommen, die eines richtigen Erkundungsteams würdig ist. Echt? Yay! Zeigt mir eure Wunderkarte. Schminter öffnet die Wunderkarte. Hier liegt Schatzstadt. Dort drüben ist der Ort, den ihr erkunden sollt. Das ist wahrscheinlich auf dem Topscreen. Seht ihr, an dieser Stelle ist ein Wasserfall. Einem Anschein nach ist es nur ein gewöhnlicher Wasserfall. Aber unseren Informationen zufolge soll der Wasserfall ein Geheimnis bergen. Und da kommt ihr ins Spiel. Wir wollen, dass ihr ihn erkundet und herausfindet, was dort ist. Das ist alles. Versteht ihr, worum es geht?
Ja, ich bin nicht blöd. Sehr gut. Nun, dann überlasse ich euch nun die gründliche Erkundung des Wasserfalls. Stimmt dir das nicht? Du zitterst ja. Mein Handy vibriert. Ich kann's nicht ausmachen. Bist du in Ordnung? Es hört nicht auf zu klingeln. Einen Moment. Sorry, es wäre in den Raum gekommen. Weiter geht's. Bin nur ein bisschen aufgeregt. Das wird unser erster richtiger Job als Erkundungsteam. Bin ein bisschen angespannt. Und mein Handy. Ich könnte vor Spannung platzen. Wir schaffen das, Schmünzer. Wir sind Merkel. So. Weiter geht's. Vielleicht denke ich dieses Mal dran. Oh, Schmünzer. Und Fragezeichen-Man gibt's auch noch. Was macht Palim Palim denn da? Hallo, was ist das denn hier? Domme! Das hier ist ein Treffpunkt. Ich habe ihn heute erst eröffnet. Ein Treffpunkt? Ja. Hast du schon mal daran gedacht, mehr Mitglieder ins Team aufzunehmen, Fragezeichen Man? Ich würde gerne, aber ne? Ich habe halt nicht so viele Freunde. Wenn du verstehst, was ich meine. Wäre natürlich trotzdem cool, neue Mitglieder aufzunehmen. Wenn wir nicht mehr zu zweit wären, wäre es bestimmt hilfreich beim Erkunden von Dungeons. Na also, dann solltet ihr neue Mitglieder anwerben. Wie geht denn das? Und warum sollte uns jemand beitreten? Ich sollte einfach die Freundesglocke für euch, Team Gelbwallcode. Dann mal los. Das ist wie Tinder. Magie. Jetzt könnt ihr neue Mitglieder anwerben. Das ergibt keinen Sinn, aber ich bin trotzdem glücklich. Ja, ihr bekämpft Pokémon in Dungeons, nicht wahr? Ab sofort kann es passieren, dass manche Pokémon sich dann mit euch anfreunden wollen. Das heißt, zuerst müsst ihr sie bewusstlos schlagen und dann wollen sie eurem Team beitreten. Und ihr könnt dann hier bei meinem Treffpunkt Mitglieder mitnehmen, die ihr mitnehmen wollt. Also kommt immer mit, wenn ihr Rekruten mitnehmen wollt. Danke. Werde ich wahrscheinlich wieder nicht wirklich machen. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie wirklich benutzt. Mit denen rede ich mal. Ponita und ich sind gut, wenn es ums Verwenden von Feuerattacken geht, will du dir vorstellen kannst, aber wir lassen Feuerwirbel an unseren Kampfschauplätzen zurück. Und das macht unserem Anführer Angst. Ich glaube, er hat deshalb das Vertrauen verloren. Ich bin mir nicht sicher, was wir dagegen tun können. Du bist der Anführer. Unser Anführer ist nervös, wenn Feuer im Spiel ist. Aber die Vorteile überwiegen die Nachteile. Da bin ich glücklich, unserem Anführer durch dick und dünn zu folgen. Jawohl, eher dünn, ne? Wir sind Team Flamme. Ich bin der Anführer. Ich gebe das nicht gern zu, aber ich bin sehr ängstlich. Wenn meine Teammitglieder mit Feuer kämpfen, kann ich nur darstellen und hoffen, dass ich nicht getroffen werde. Ich fühle mich erbärmlich. Da kann ich dich beruhigen. Du fühlst dich nur so. Nicht nur so, du bist es auch. Ich bin nett. Erstmal zu netto. Was ist denn das? Was ist das denn hier, Donne? Das sind Treppenstufen. Steht da das auf dem Schild? Was ist das denn? Da steht Pandir-Kaffee. Hoffen und Träumen. Eröffnung in Kürze. Fette Belohnungen. Ich glaube, die verkaufen da Fritten. Ich meine, sieht so aus, als ob demnächst ein neuer Laden aufmacht. Aber Hoffen und Träumen. Ich frage mich, was das für ein Laden wird. Lass es wiederkommen, sobald er geöffnet hat und sehen, was es damit auf sich hat. Was ist denn im Moment da unten? Die Tür ist noch geschlossen. Die Tür ist noch geschlossen. Seht ihr den Fehler? Screenshot. Das war kein Screenshot. Das aber. Die Tür ist geschlossen. Da ist eine fucking Treppe. Willst du mich eigentlich komplett flachsen, Alter? Und wer seid ihr? Wir sind Team Klingsturm. Wir sind das Trio mit den scharfen Klauen. Wir lieben es, noch unerforschte Orte zu erkunden. Ich bin auch da. Sondama ist ich im Real Life.
Ah, die drei Pfiffchen habe ich in der Gilde schon mal getroffen. Hallo, wir wollen vielleicht was kaufen. Oder auch nicht. Muss ich im Moment bei den Items was rauswerfen? Ich sehe keinen Grund. Nee, so rum. Oh, Kacke. Aber ich habe gerade gesehen, dass ich blöd bin. Grünband geben, Schmünter, danke. Ich habe dem aus Versehen eine Beere gegeben. Ich laufe behindert im Zickzack. Wohin soll die Reise gehen? Zum geheimen Wasserfall. Das ist ein Wasserfall. Da fällt Wasser runter. Das ist ein Wasserfall, der ein Geheimnis bergen soll. Aua. Das Wasser kommt mit einer ganz schönen Wucht herunter. Versuch du doch mal näher heranzugehen, Schmünter. Stimmt, das ist unglaublich. Ich kann neben diesen Wassermassen kaum stehen. Au. Siehst du, das ist heftig. Das hättest du mir sicher nicht auch so geglaubt. Wenn man unter diesen Wasserfall geraten würde, bekäme man sicher einiges ab. Ich hätte nicht gedacht, dass das Wasser mit so einer Wucht runterstürzt. Es ist übergewichtig. Weil ich meine, wo sollen wir überhaupt anfangen zu suchen? Irgendwas kommt mir bekannt vor. Es ist wieder das Schwindelgefühl. Oder auch nicht. Der gute alte Ehrenmann. Es ist wieder passiert. Ich hab was gesehen. Aber was? Was ist, Schmünter? Was, du hattest noch eine Vision? Diesmal hast du ein einzelnes Pokémon in den Wasserfall springen sehen. Und nicht nur das, hinter dem Wasserfall ist eine verborgene Höhle. Aber das Wasser scheint wirklich mit großer Wucht runterzukommen. Stell dir vor, hinter dem Wasserfall wäre in Wirklichkeit eine harte Felswand. Wir wären tot. Wenn wir es versuchen würden, durchzuspringen, dann würden wir sterben. Also, Schmünter, du willst mich hier sicher nicht verarschen, oder? Oder? Was denkst du? Ist da wirklich was hinter? Bist du wirklich überzeugt, dass da eine Höhle ist? Okay. Ich bin naiv und vertraue dir. Ich glaube an dich. Oh Mann. Okay, ich muss jetzt tapfer sein. Wenn ich Angst bekomme und nicht mit vollem Tempo abspringen, dann bin ich auch tot. Ich darf nicht zögern. Sei tapfer. Okay, los. Und jetzt einfach Schmünter bleibt direkt vorm Wasserfall stehen. Haha, it's a prank, bro. 3, 2, 1. Hab mich verzählt. Jetzt. Hui. Dieses Bild von Schillast gerade. Au. Aua. Was ist das? Es ist eine Höhle. Du hattest recht, Schmünter. Wie immer. Lass uns die Höhle erkunden. Lüften wir ihr Geheimnis. In der nächsten Folge. Ich kann leider nicht mehr wirklich heute. Ist zwar nicht viel passiert, aber ich denke, war trotzdem ganz cool. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, lasst doch ein Abo da. Ein Like, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns. Ciao.